Ich möchte heute ein bisschen über Krisenszenarien sprechen. Zuerst einmal wollen wir uns fragen, ist es egal, welche Krise kommt? Egal ist es sicher nicht. Jede beginnende Krise mündet aber in drei ähnliche, sehr identische Szenarien. Einmal Ausfall von Energie, da zähle ich jetzt nicht nur Strom dazu, sondern auch Gas und Wasser. Ausfall der regulären Versorgung oder Versorgungsengpässe, Evakuierung oder Flucht. Manche der Krisen oder alle Krisen können man leider nicht erkennen. Stromausfälle können in Teilen ausbrechen und sich widerlegen, mehrfach kurze Zeiträume ausbrechen oder über längere Zeit. Dann redet man von einem Blackout. Erdbeben können sich vorankündigen durch leichte Beben, durch Vorbeben, aber wir Menschen fühlen die meistens gar nicht. Beobachten wir die Tiere, dann haben wir vielleicht eher Glück, das zu erkennen. Finanzkrisen. Da sind wir momentan schon fast, wir sind mittendrin. Diese deuten sich immer an und kommen nicht von heute auf morgen. Und die Zeit für die jetzt momentan stattfindende Finanzkrise, die ist schon längst da. Nicht die Epidemie und der Lockdown hat dazu geführt. Das Problem haben wir schon länger. Ja, banale Dinge wie Fliegerbombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg. Da wird man von Behördenseiten vorgewarnt. Und ja, außer die geht schon beim Packard hoch, dann ist natürlich alles zu spät. Aber normalerweise wird man vorgewarnt, die Polizei geht auch von Haus zu aus und fordert einen auf, seine Sachen mitzunehmen, die man braucht. Und lässt einem dazu dann eine halbe Stunde bis Stunde Zeit, um dann nochmal zu kommen und einem ja wegzuschicken. Entweder in eine Notunterkunft oder eben zu Freunden. Chemieunfälle. Hier kann man Glück haben und eine Vorlaufzeit da sein oder in unmittelbarer Nähe wohnen und sofort betroffen sein. Da hilft also auch keine große Vorbereitung. Nicht jeder hat eine Gasmaske neben sich liegen. Unfälle in Atomkraftwerken. Wenn man uns von Störfällen informieren würde, hätten wir vielleicht eine Vorlaufzeit. Leider zeigt die Vergangenheit, dass nur die wenigsten Störfälle bekannt gegeben werden und wurden. Wer nahe an so einem Ort wohnt und die Windrichtung falsch ist, der bekommt es halt ab. Andere haben eine mehr oder weniger lange Vorlaufzeit. In Tschernobyl ist ja auch nicht explodiert, aber die frei werdende Strahlung ist über Wind, Wetter weitergetragen worden. Bis hier nach Deutschland, in unsere bayerischen Wälder. Und dort spüren wir die Folgen heute noch, jahrelang oder Jahre nach Tschernobyl. Das Schwarzwild, sprich die Wildsäue, dürfen nicht mehr einfach so verkauft werden. Da muss eine Wildbeschau gemacht werden. Ja, nicht nur wegen der Strahlungsbelastung, sondern auch wegen anderen Dingen. Brände. Ja, es gibt immer wieder Brände und wenn nicht gerade das eigene Haus brennt oder das Nachbarhaus, dann hat man natürlich Zeit. Explosionen. Durch defekte Gasleitungen, durch Terrorismus, Stabexplosionen und dergleichen. Da hat man entweder Pech oder Glück. Erkennen oder vorbereiten kann man sich darauf kaum. Krieg. Krieg kommt nicht von heute auf morgen. Selbst ein Blitzkrieg hat immer eine Vorlaufzeit. Ich meine, man kann die Panzer ja nicht von was weiß ich wo mitten nach Deutschland teleportieren und hier einen Krieg beginnen. Wenn wir rechtzeitig informiert werden und nicht erst schon die Panzer vor der Haustür stehen, dann haben wir genug Vorlaufzeit. Bürgerkrieg, das ist nur ein anderes Szenario für einen Krieg und meist erstmal lokal begrenzt. Kriegt das die Staatsgewalt unter Kontrolle, ist alles schön und gut, kriegt es nicht unter Kontrolle, tja. Ein ABC-Szenario, also ein atomares, biologisches oder chemisches Szenario.
Wenn so etwas eintritt, dann ist es sowieso meist zu spät und die Vorbereitungen ja relativ sinnlos. Wenn man sich da vorbereiten will, dann müsste man wirklich einen ABC-konformen Bunker haben, einen Schutzanzug mit einer Atemmaske hilft einem da kaum. Wie lange will man denn die Maske aufhaben, wenn alles durchseucht ist? Wann muss man wieder mal trinken und essen? Dazu muss man sie abnehmen. Wenn es chemische Waffen sind, die durch die Berührung mit der Haut schon wirksam werden und nicht durch die Atmung, dann darf man auch nichts mehr draußen anfassen. Kein Strauch, kein Geländer, ja. Ich sehe das so, da kann man sich nicht wirklich real darauf vorbereiten. Das ist natürlich nicht alles, was vorkommen kann, aber all diese größeren Katastrophen, größeren Ereignisse münden eben in die drei oben genannten Fälle. Ein Strom- oder Energieausfall, Ausfall der regulären Versorgung, Flucht oder Evakuierung. Und darauf kann man sich vorbereiten, zumindest auf diese drei Punkte. Und dazu sollte man sich einen gewissen Ablauf notieren, was man denn tut. Man sollte den auch mal trainieren. Machen wir auch. Zum Beispiel sollte man zuerst mal seine Familie oder seine, wenn man hat, Krisengruppe informieren und die Lage weiter beobachten. Wenn man dann noch schnell was einkaufen fährt oder zum Arzt muss, sollte man danach sein Auto auftanken und wenigstens 21 Liter Ersatzkanister füllen. Das sollte man übrigens jedes Mal tun, wenn man das Auto benutzt, das Auto wieder auftanken. Man sollte das Auto auch nicht allzu weit und zugänglich für andere abstellen. Am besten wie es vor dem Haus oder noch besser in einer eigenen Garage. Die Fluchtrucksäcke sollte man durchgehen und ergänzen. Thema Fluchtrucksack. Wie ich schon gesagt habe, man hat eine Fliegerbombe, die gefunden wird, im Umkreis von 200 Meter, eine Zeitspanne von einer halben Stunde bis Stunde, bis man aus dem Haus muss. Und wenn man auf nichts vorbereitet hat und kopflos sich daran macht, irgendetwas einzupacken, was man dann braucht, um in der Notunterkunft 2 bis 3 Tage zu verbringen, dann wird ein Jutebeutel gepackt, weil nichts anderes da ist. Da schmeißt man dann seine Zahnbürste rein, Waschzeug, vielleicht noch Unterwäsche zum Wechseln und ja, die wichtigsten Dokumente wie den Personalausweis. Und das war's dann. Leute, wenn die Bombe explodiert und das sollte direkt neben eurem Gebäude sein, dann könnt ihr nicht einfach danach zurückkommen und eure Sachen wiederholen. Nee, die sind dann futsch. Also solltet ihr schon ein bisschen vorplanen, was ihr einpackt, falls ihr evakuiert werdet. Was später, wenn eine Flucht notwendig sein sollte oder eine Evakuierung notwendig sein sollte, ins Auto muss, sollte man schon mal herrichten. Am besten, wenn man eine Garage hat, die länger ist, das Zeug schon hinter das Auto legen oder im Keller, im Flur bereitstellen, dass man nur noch einladen muss und dann schnellstmöglich abfahren kann. Material zur Wohn- oder Eigenheimsicherung bereitlegen, auch das benötigte Werkzeug. Um Himmels Willen noch nicht benutzen und aufbauen. Ich meine, das wird sowieso ein Fall sein, der hoffentlich nie eintrifft. Tja, Vorräte unauffällig ergänzen und, sofern man hat, außen die Depots, die sollen schon festgelegt sein, wieder befüllen, wenn sie noch befüllt werden müssen. Und danach Fahrzeug immer wieder auftanken, ganz klar. Dann die Situation weiter beobachten und beim Eintreten einer Verschärfung der Krise, die es notwendig macht, sich zu schützen, eine Eigenheimsicherung schnell durchziehen. Es gibt genug Kanäle, die auf Eigenheimsicherung eingehen. Ich werde sicherlich auch noch das eine oder andere Video dazu drehen. Aber schaut euch von mehreren Kanälen die Sachen an. Verlasst euch nicht immer drauf, was einer sagt. Keiner auch, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn man sich mit anderen zusammengetan hat und es einer größeren Krise kommt und die eventuell
Ihr wollt dann zusammenkommen oder die kommen zu euch oder ihr fahrt zu denen. Dann schaltet euer CB-Funkgerät oder Funkgerät ein zu einer vorher festgelegten Zeit, damit ihr die Leute informieren könnt, wenn ihr da aufschlagt oder wenn die bei euch aufschlagen. CB-Funk und Funk wird sowieso in einer Krise, in der es keine andere Kommunikationsmöglichkeit mehr gibt, wieder sehr in Mode geraten. Wenn man sich zu Hause nicht mehr halten kann, ich bin ein Befürworter des Plugins, aber die Situation kann irgendwann auch mal zu kritisch werden, entweder weil das Nachbarhaus brennt, man raus muss, weil Plünderungen beginnen oder weil es eben gar nicht mehr anders geht, man sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zu Hause halten kann. Ja. Dafür sollte man sich schon mal darauf vorbereiten und vorher schon möglichst einige Vorräte und Materialien im Haus oder bevor man geht, verstecken, sodass sie nicht gleich Plünderern zum Opfer fallen. Denn wer weiß, vielleicht kann man schon nach einer Woche oder 2 Wochen oder 3 Wochen wieder zurückkehren in sein Eigenheim. Und was dann noch da ist, hilft einem schon extrem weiter. Vor allem Vorräte. Das war jetzt so ein kleiner Diskurs über meine Einschätzung. Die kann natürlich auch falsch sein oder da kann einiges fehlen. Wenn ihr jetzt was bemerken wollt, anmerken wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Ich versuche dann, jeden dieser Anmerkungen Zeit zu widmen und vielleicht sogar ein eigenes Video darüber zu machen und hier einzustellen. Zum Thema aktuelle Lage, Einschätzung der aktuellen Lage, mache ich ein gesondertes Video. Da muss ich mich noch besser darauf vorbereiten, muss mich noch ein bisschen weiter informieren. Aber ich kann schon mal eins sagen, ich informiere mich nicht nur aus offiziellen Quellen. Ich will die Dinge und zwar möglichst unbeeinflusst von allen Seiten betrachten. Aber da komme ich noch drauf, wie ich das mache. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut, wenn ich ein neues Video einstelle. Wie ich geschrieben habe, abonnieren müsst ihr nicht. Ihr könnt das natürlich. Daumen hoch. Ja, schön. Aber ich mache das nicht, weil ich in YouTube was verdienen will. Ich mache das, um euch zu informieren, um euch Tipps zu geben. Geld verdienen will ich mit der ganzen Sache nicht. Glaubt mir.